Also ich komme nicht umhin, mich ständig dabei zu erwischen, wie ich mich hier falsch entscheide in dieser Season irgendwie. Also das tut mir jetzt schon leid. Das tut mir jetzt schon leid dafür. Irgendwie schreibt es in die Kommentare bitte. Wie sehr euch das nervt oder wie sehr ihr mich unterstützt tatsächlich in meiner Entscheidungsfindung. Mit ja Mensch, das hätte man genauso gemacht. Nicht. Also shit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt wirklich hätte eklatant anders gestalten können irgendwie. Ich bin auch der Meinung, dass wir, glaube ich, Aaron am Anfang nicht hätten erschießen können. Ich glaube, das wäre irgendwo daneben gegangen, Ding oder so. Also, ich hätte mich jetzt gewundert, wenn er plötzlich Bonnie daneben dabei stehen hätte. Er hat Fieber. Ich kann ihn tragen. Du bist total alle. Ja, nimm mal deine komischen Zombie-Finger weg. Nein, ich mach das. Verstehst du, macht ihr ihn auf Corey Taylor hier von Slipknot hier? Wir haben ja geschlafen. Ach man, Angie, kleiner Mann. Oh, warte mal, hier, Fallen. Achtung, sag mal. James, Traps. It's a trap. Oh, doch nicht mehr. Okay, gut, Fallen wurden alle deaktiviert. Tut weh. Halt durch. Wir sind gleich da. Ja, vor allem muss man aufpassen, dass sie jetzt hier nicht auf James schießen. Ich würde doch mal die Maske abnehmen. Was soll das? Weißer! Stop! Ihr genauso, dachte ich. Violet! Louis! Sie sind zurück! So ein Warnschuss vor so einem Zombie-Fuß ist aber auch cool. Hey, du bist allein da draußen, oder? Du könntest bei uns bleiben. Noch nicht. Und da geht er wieder dahin. Gott, wir sind ganz schön fertig. Ach, Clem, kleine tapfere Clemmy, wie ihr macht das. Nicht ertragen. Bald sind wir drin. Ruh dich aus. Was kommt er denn jetzt nur ans Tor? Mist! Ist er? Er lebt. Er wurde angeschossen. Hat Fieber. Los, bringen wir ihn rein. Kann nicht. Ja, scheint ja doch noch sowas wie ein Herz zu haben. Keine Angst, AJ. Ich hab dich. Nimm mich alle Tätschen mit, hier. Nimm mich alle Tätschen mit, Freunde. Team Louis, nee, hör mal auf. Jojo, stehst du so ein bisschen auf Louis, wa? Bist du so dein Typ? Gibt's keine Romanze mit Louis. Was zeigen denn diese Kameraperspektiven immerhin? Heizkörper. Teppichkante. Wir haben die Splitter rausgeholt. Wir? Eine lange Geschichte. Ist ein bisschen dunkel, kann jemand Licht anmachen? Bitte? Uns fehlt die Textur der Oh Gott, wir sind ja nur noch in Schemen. Wir sind ja nur noch ein Schatten unserer selbst. Ruby und Louis kümmern sich um ihn. Nochmal ganz kurz, Escape. Vielleicht, wenn wir jetzt wieder reinspringen, vielleicht haben wir jetzt eine Textur. Ansonsten sehe ich schwarz. Mir, wir reden im Büro weiter. Clem, ruh dich etwas aus, ja? Also das ist ja, das ist ein starkes Stück. Clem! Deswegen immer den Grafiker bezahlen. Ganz wichtig. Und auch die Programmierer. AJ, hör auf Ruby, ja? Es fehlt tatsächlich die Beleuchtung, ne? Einfach, die haben die Beleuchtung ausgemacht. Na komm, was machen wir, wenn wir Angst haben? Wenn Angst die Oberhand gewinnt? Sie sagen, sie sollen abhauen, sie leben für uns selbst. Wir werden sie nicht übernehmen. Ich atme ein. So ist gut, kleiner Schatten AJ. Wieder. Das ist schon, also. schon. Clementine, bitte. Wir müssen reden. Das muss doch irgendwie mal jemand aufgefallen sein. Irgendwie, da muss doch mal ein Bugfixing passiert sein. Irgendwie, oh nein, wie sind wir in dem Raum? Was da im Wald passiert ist.
Die hatten dich festgenagelt und ich... Mann, ich war so wütend. Tritt aus den Schatten. Wie? Als ich dich rufen hörte, habe ich keine Sekunde gezögert. Oh. Ich habe den Pfeil einfach losgelassen. Dankeschön. Dachte nicht mal, dass ich sie treffen würde. Dann wurde Louis angeschossen. Etwas höher und wir hätten noch ein Grab ausheben müssen. Etwas höher und das wäre... Ich dachte echt, du wärst tot, Clem. Tut mir leid, dich zu enttäuschen. Es ist nur schön, dich zu sehen. Gerade alles so scheiße, verstehst du? Fast direkt Arschloch. Alle haben Angst, Clem. Echt schön, dich wiederzusehen. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Das ist mal total entwaffnend so. Ich wünschte, Mitch und den anderen ging es auch so. Louis und ich haben ihnen erzählt, was im Wald passiert ist. Die Frau, die dich angriff. Lily. Du kennst sie also? Wir haben uns schon gewundert. Lily? Wer zum Teufel ist das? Ich weiß, dass du nicht richtig zu ihrer Gruppe gehörst. Wir waren gehörst. Freunde. Sie ist grauenvoll. Aber den anderen gefällt dieser Zufall nicht. Ja, ich erinnere mich kaum an sie. Dass sie gleich nach dir aufkreuzt? Ich meine, ich hätte sie nicht erkannt, wenn sie mich nicht zuerst erkannt hätte. Vor langer Zeit waren wir mal in einer Gruppe. Ich hoffe, das waren Leute, die nicht einfach Kinder stehlen. Wie bitte? Komm schon, du weißt, dass es nicht so war. Sie hat jemanden in unserer Gruppe ermordet. In einem Streit einfach erschossen. Carly, so hieß sie. Sie hat sich geweigert, dass Lily sie weiter angreift. Das war ganz am Anfang. Seitdem habe ich Lily nicht mehr gesehen. Ich glaube dir. Aber gibt es noch etwas? Ich weiß nicht, Willy meinte, da war noch jemand mit dir am Tor. Ob das Entwicklerteam einfach zusammengesessen hat und gedacht hat, können wir das lassen? Fällt das auf? Ist das, oder verbuchen wir das einfach unter künstlerischer Inszenierung dieser Szene? Ja? Also da muss doch... Wir haben ja hier die Definitive Edition. Und wahrscheinlich wird es in den Einzelepisoden gar nicht so gewesen sein. Oder in den Einzelspielen quasi, die du damals, die ja, ich weiß ja nicht, 2019 kam das, glaube ich, raus, besorgen konntest. Also es wird wahrscheinlich halt ein Problem der Definitive Edition sein. Es ist aber, traurig. Traurig, Freunde, dass sowas sich hier in so ein großartiges Spiel einschleicht. Wenn du mal gesagt hast. James, er hat mich und AJ gerettet. Ließ uns die Nacht in seinem Lager verbringen. Warum bringst du ihn her? Warum hast du ihn direkt zu uns geführt? James er Camp ist ein Fremder, Clem. Hör auf mich. Unsere Begegnung mit den beiden hat gezeigt, dass wir niemandem vertrauen können. Macht euch wegen James keine Sorgen. Wir können ihm vertrauen. Naja, Willy wirklich sagte, wissen wir doch nicht, aber... Er hat etwas Seltsames getragen. Tierfelle oder so. Ja, etwa ein Tierfell. Er hat Beißer heute getragen, ja. So kommt er an den Herden vorbei. Er kann sie sogar führen. Wow. Okay. Ich hätte ihn nicht mitgebracht, wenn er eine Gefahr wäre. Ich meine, es ist egal, ob ich dir traue. Halt auch eingeschlafen, ich habe Angst davor, was die anderen dir vielleicht antun könnten. Die Frage ist halt nur... Sie hatten nicht mal die Chance, um Brody und Marlon zu trauern, bevor die miesen Kinderfänger aufgetaucht sind. Vielleicht und dann kommt ihr zwei zurück, als wir dachten, ihr seid tot. Jetzt sind alle verwirrt und keiner weiß, was er von AJ halten soll. Violet, AJ ist die geringste ihrer Sorgen. Ich weiß, aber es ist alles so chaotisch gerade. Sie haben Angst und sind wütend. Sie suchen einen Sündenbock. Tatsächlich ist das nur eine ziemlich coole... Die haben dich rausgeworfen. Was denkst du, wie ich dir nun umstimmen soll? Leichten die Entscheidung war 5-3 dagegen. Ich weiß, es gibt keinen Grund, aber sie hatten alle Angst vor dir, vor euch beiden. Musst du gar nicht. Lass mich sie überzeugen. James erzählte mir, was Lily und Abel jetzt vorhaben. Er sagte, er würde mehr Leute und Waffen holen und uns dann angreifen. Abel. Bring alle hierher. Abel, woher sollte er das wissen? Er beobachtete sie eine Weile. Sie bekriegen sich mit einer anderen Gruppe. Sie holen sich Leute, die für sie kämpfen. Vielleicht leben aber auch Tens Schwestern. Ist das mit Minnie und Sophie passiert? Ne? Sie wurden zu Soldaten gemacht? Ja, und wir enden genauso, wenn wir nichts tun. Minnie wollte nicht mal Beißer töten. Na, ich glaube, die Entscheidung wurde jetzt abgenommen. Na, plötzlich so ein Kinder... Sieh dich um. Das zu so einem Kindersoldaten gemacht wirst. Mit etwas Arbeit können wir dafür sorgen, dass dieser Ort schwer einzunehmen sein wird. Weißt du denn, wie man sowas macht? Ja, ich war mal bei einer Belagerung dabei, damals in Richmond. Hier, ich zeige es dir. Und habe ich noch einen Zettel dabei. Achso, wir haben ja, okay, die Karte. So, plane die Verteidigung, verstärke die Mauern. Was können wir noch machen? Verstärke die Mauern, teile den Hof auf, stelle im Verwaltungsgebäude Fallen auf, verstärke die Mauern. Okay,
Können wir denn alles machen? Ich denke nicht, ne? Also wir sollten die Mauern auf jeden Fall verstärken. Wir können aber auch Kevin allein zu hausmäßig irgendwie Fallen im Verwaltungsgebäude aufstellen. Aber die Mauern erstmal verstärken ist... Wir haben viele starke Mauern. Wenn die Plünderer nicht einfach drüber klettern können, müssen sie durch die Tore kommen. Wir haben im Gewächshaus Stacheldraht aufbewahrt. Okay, das klingt ja schon mal gut. Denn auf jeden Fall im Verwaltungsgebäude fallen aufstellen. Hier sollten wir uns verschanzen. Es gibt nur einen Weg rein, von vorn. Und dann gibt's noch die große Treppe. Wenn wir den Weg mit Fallen spicken, können wir hierhin? Und die Plünderer anlocken. Gefällt mir. Ich denke, wir werden an so einem Farbtopf an so einem Seil befestigen. Ja, und Autos irgendwo hinpacken. Und noch so ein... Einfach so ein Tauchsieder irgendwie an den Türgriff hängen. Oder? Klingt erstmal nach einer innovativen Fallen-Aufteilung. Ich würde sagen, könnten wir tun. Der Hof ist sehr groß und offen. Er bietet kaum Deckung. Wir sollten die Picknicktische umkippen und so die Wege einengen. Damit wir wissen, von wo sie kommen. Zumindest hätten wir so mehr Schutz, wenn sie es über die Mauern schaffen. Genau. Vor allem die Frage ist, wie viel sind es eigentlich? Untersuche das Gewächshaus. Ihr nutzt doch das Gewächshaus nicht mehr, oder? Nein, nicht mehr. Weil da draußen jemand gestorben ist. Beißer überrannten uns und Marlon wollte nicht, dass wir zurückgehen. Ach, Marlon, dann mal wieder Marlon. Der Stacheldraht hindert sie hoffentlich daran, über die Mauern zu klettern. Ich gehe. Wir brauchen tonnenweise Salz. Da wimmelt es sicher von Beißern. So sieht's aus. Was zur Hölle ist hier los? Willy sagte mir, sie wäre zurück. Ich meinte, Violet würde sich nie gegen unsere gemeinsame Entscheidung stellen. Psst, wirst du wohl leise sein? Der kleine Junge schläft. Sein Fieber sinkt bereits, Clem. Er wird es schaffen. Okay, ich glaube, sie kriegen wir sehr schnell auf unsere Seite. Jetzt geben wir ihm auch noch unsere Medizin? Mitch, die Kerle, die Louis angeschossen haben, sie rüsten auf und wollen die Schule angreifen. Wir brauchen Clems Hilfe. Kommt nicht in Frage. Die ist eine von denen. Ist sie nicht. Hättest du erlebt, wie sie ihren Stiefel auf Clems Hals gedrückt hat, wüsstest du das. Ich weiß nur, dass es seit ihrer Rückkehr nichts als Ärger gibt. Ich verstehe, dass du wütend über den Tod eines Freundes bist. Wir müssen ein bisschen diplomatisch ran ihn jetzt. Du musst mir aber vertrauen. Eine von uns. Sonst haben wir keine Chance. Ich trau dir zu, dass du mich hinterrücks abknallen wirst. Mitch ist ja schön zickig. Clem geht zum Gewächshaus und holt den Stacheldraht und was wir sonst noch für den Kampf brauchen können. Und du wirst ihr dabei helfen. Nein, bin ich nicht. Ja, bist du. Alter, geht ja auch um deinen Arsch. Es ist zu gefährlich für sie, alleine zu gehen. Und du kannst gut kämpfen. Ich kann auch gehen. Damit es friedlich bleibt. Verdammt, Vi. Seit wann triffst du denn hier die Entscheidung? Was? Es hat sich ja sonst keiner gemeldet. Ich habe das Gefühl, wirklich überall Backpfeifen zu verteilen an sehr viele Charaktere in diesem Game. Und dann geht ihr zum Gewächshaus, nachdem ich die Lage erklärt habe. Wir sehen uns dort. Es tut mir leid, kleiner Mann. Bitte halte durch. Ich weiß nicht, wer das ist. Ist es Louis? Ich kann es ja nicht erkennen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich immer nur, wenn wir in diesem Haus sind, irgendwie, dass es, glaube ich, buggy wird. Ich glaube, wenn wir außerhalb des Hauses sind, wird es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber irgendwie... Und ich höre Klaviermusik. Aber ich glaube, diesmal soll sie so sein. Okay. Hurra, wir haben wieder Texturen. Mir war nicht klar, wie lange es her ist. Wie sehr es sich verändert hat. Ihr wart seit dato nicht in dem Gewächshaus drin? Ihr durchstreift hier irgendwie die Ecken, um nach Essen zu suchen und das Gewächshaus... Willst du weiterschmollen oder möchtest du dich vielleicht nützlich machen? Wir brauchen den Stacheldraht. Irgendwie müssen wir da rein. So, okay. Überall in der Welt findest du Sammelobjekte. So, mir ist erstmal jetzt nach einer A4-Seite hier. Was ist das hier? Nimm den Wildschweinschädel. Cool. Ein Wildschwein. Hier gibt es nicht so viele, aber bei mir daheim waren sie überall. Als ich noch klein war, bin ich mit meinem Vater oft jagen gegangen.
Die klingen fürchterlich, wenn sie sterben. Ich mag ihn. Passt sicher gut an meine Wand. Okay, der ist wirklich für die Wand schön. AJ wird's lieben. So, kann ich mit Ruby sprechen? Alles in Ordnung? Ich war schon so lange nicht mehr hier. Ich mochte es hier. Aber jetzt ist alles überwuchert. Okay. Schon gut. Der Mitch ist eine Leiter. Finden wir einen Weg da rein. Ich glaube, Mitch hat die schon gefunden. Also den Weg. So. Untersuche die beschlagene Scheibe. Ich sehe gar nichts. Ja, zu viel Kondenswasser innen an der Scheibe. Kondenswasser? Ziemlich hochgestochen für dich. Klappe. Meine Güte, Alter. Jetzt ist Sequent. Ich wollte schon immer wieder zurück an die Schule, wo so eine pubertäre Scheiße ist irgendwie. Erklimme die Leiter. So, Mitch, ich glaube, du musst mal... Das Fenster. Huckepack ich wette, machen. Da kommen wir rein. Gutes Auge. Mitch, komm und hilf mir da hoch. Warte. Sie soll zuerst rein. Wir schicken die, die wir entbehren können. Das ist echt nicht nett. Ich gehe zuerst. Okay, schon aber okay. Wir müssen auch sein Vertrauen wiedergewinnen. Danke, von daher. Wir gehen jetzt rein. Ja, wir schlucken den Scheiß. Ruf, falls dich einer schnappt. Ansonsten kommen wir rein, sobald du grünes Licht gibst. Wie denn? Wie wollt ihr reinkommen? Wenn sie die Tür öffnet. Oha, okay, der Petunientopf hängt. Da vorne liegt doch was. Da liegt doch einer, oder? Und da, oh. Ah. Okay, Leute, ihr könnt reinkommen. Oh, schön. Clementine! Ja, wir holen uns mal schnell das Messer. Ist der da? Ja, wir sind da, komm. Okay. Ah, Freundchen, bist du aber bei mir an der falschen Adresse. Hast du dich mit der falschen Gärtnerin angelegt? Ruby, entspann dich. Okay. Alles gut. So, wir holen uns mal erstmal nach hinten irgendwie bei den Töpfen. Kick. Schwamm. Ah, schnell weg, schnell. Nicht, dass der hinter mir jetzt wieder anfängt zu knabbern. So, siehst du, wärst du mal liegen geblieben. Mehr Wasser? Hast du sie erledigt? Ja, hab ich. Sie hat sie erledigt. Beruhig dich. Und ihr kennt's ja aus Revenge Devils. Ich bekomme die Tür schon auf. Die nächste Wanne damit. Mach mal ein paar schöne Tomaten draus. Das wird super. Na, ihr wart ja eine super Hilfe. Habt ihr schön draußen geschrien? Schön. Ja, Mitch? Nicht übel. Denke auch. Seht euch das an. Haselwurz. Feigenkakteen. Topinambur. Und Duftsiegel. Ich kenne nicht eins dieser vier Pflanzen irgendwie. Und was sonst ist das Medizin? Ist das was zu essen irgendwie? Genau, cremt man sich damit ein? Keine Ahnung. Ich wüsste jetzt noch nicht mal, was könnte doch giftig sein. Oh, was ist das hier? Nimm den Pilz. Na klar, lass uns mal irgendwelche Pilze essen. Oh. Manche Pilze sind essbar. Ja, und Mitch, kommst du mal kurz? Willst du mal kosten? Schau in das Hochbeet. Wir gucken mal rein. Haben wir ein bisschen Nirrenwurz hier? Was gefunden? Ja, sicher nützlich. So, Mutti schreibt gerade, Topinambur ist wie Kartoffel. Man pupst nur ordentlich davon. Okay, das ist ein netter Funfact. Okay. Lass mal auch ein bisschen Aromaöl machen für Massagen. Hier gibt es keine Massagen, Jojo. Was ist denn los hier mit dir? Na, sag mal. Also, ich verspüre ganz eindeutige Vibes hier irgendwie. Ich glaub mal, du musst mal deinen Mann hier in die Spur schicken, hier, damit er dir mal die Füße massiert. Gut zum Kämpfen. Oder zum Gräberschaufeln. Ja, wollte gerade sagen. Du warst weg, als wir die Löcher für Marlon und Brody gegraben haben. Wir hatten Tassen und Schüsseln. Hat ewig gedauert. Ja, warum mäht er hier einen Schuppen und holt einen Spaten? Und eine Schippe. Pfeife. So, was haben wir hier? Ein Rasenmäher. Schön. Okay, gut, wir schauen mal weiter. Vielleicht finden wir hier noch einen schönen Kaktus oder irgend sowas hier. Für unser Zimmer. Das wäre schön.
Oh, ein Schrank. Vielleicht. Ja, nicht, dass hier jemand drin ist. Vorsicht. Ich finde einen Weg, den Schrank zu öffnen. Können wir den umkippen? Nein. So, wir haben noch mit der Schippe. Na, mit der Schippe könnte Mitch. Schon was gefunden? Mitch. Was denkst du denn? War ja nur eine Frage. Ich muss zugeben, deine Idee mit dem Stacheldraht ist echt gut. Wenn die Schweine über unsere Mauern klettern, reißt ihnen das die Gedärme raus. Das würde ich schon gern sehen. Alles klar, Psycho. So, dann würde ich jetzt nochmal kurz mal versuchen, da die Schaufel zu holen. Oh, was haben wir da hinten? Ah, it's a crowbar. Hallo, Brechstange. It's Clementines best friend. Sehr schön, okay. Was können wir denn jetzt nur mit der Brechstange machen? Und? Also Shift und E finde ich eine blöde Kombi, ey. So, was haben wir denn? Hier werden wir wahrscheinlich jetzt den Stacheldraht dann finden, ne? Stacheldraht, und zwar jede Menge. Genau. So kommen die Plünderer nicht über unsere Mauern. Ein paar Lappen finden vielleicht. Die sind nützlich. Wofür? Daraus können wir Bomben bauen. Bomben? Ist das dein Ernst? Klar. Solche Sachen habe ich früher ständig gebastelt. Er hat Zeug in die Luft gejagt. Deshalb ist er ein Sorgenkind. Genau. Ich brauche nur Propangas und einen Zünder. Und schon haben wir eine nette kleine Bombe aus eigener Herstellung. Ich meine, eine Fähigkeit, die nicht schlecht ist, ne? Irgendwie. Also man muss ja immer die jeweiligen Stärken dieser Person auch ausnutzen, ne? Weiß ich nicht. Ist den Pilz? Ich denke nicht, dass ich den Pilz essen will. Das ist auf gar keinen Fall. So, können wir dann jetzt hier noch irgendwas machen? So, die Hochbeete sind ja alle total toll. Was haben wir hier noch irgendwie? Hier haben wir noch Wild Ginger. Walvis! Oh, Mutti, so ein fieser Kanal-Alert, ey. Warum machst du denn sowas? Mit dir jetzt nicht kommen hören. So, hier haben wir noch eine Schere, eine Heckenschere. Die nehmen wir mit. Klemmi mit der Heckenschere. Ja, meine. Nicht nur dich, Bianca, der hatte mich auch. Würde mich schon wundern, was denn jetzt passiert hier. Irgendwie ist ein Topf runtergefallen. So, ist jetzt wirklich... Oh, warte mal, hier können wir noch den beiseite schieben, weil wir brauchen ja noch den Stacheldraht. Die Labortür. Labor. Wenn ich mich recht erinnere, war da ein Chemielabor. Vielleicht gibt es dort Propangas. Na los, hilf mir, das wegzuschieben. Ja, der Spieler muss mindestens 300 Mal auf Q drücken, bevor sich was bewegt. Okay, mal sehen, was es da drin gibt. Ja, es ist halt wirklich echt... man sieht halt doch gar nichts, ne? Komm, wir gehen rein. Oh, Mist. Die Pflanzenlady! Kill her with fire! Shift und Q! Geht weg! Was ist los? Seid ihr okay? Nur eine böse Überraschung. Boah, ist sie da eingewachsen? Oh nein, Ruby kennt sie bestimmt. Oh nein, was? Wer war sie? Unsere Lehrerin. Miss Martin. Unsere Schulkrankenschwester. Sie ist geblieben, als alle weggingen. Gott, sie sieht blumig aus. Sie ist kaum wiederzuerkennen. Tut mir leid, Ruby. Wenn ich sie nur so herrichten könnte, wie sie war. Ja, das wird nicht mehr funktionieren. Einmal. Ruby, geh einfach raus und kümmere mich schnell drum. Beißer haben uns angegriffen. Wir wollten gegen sie kämpfen. Aber es waren zu viele. Miss Martin hat uns befohlen, wegzulaufen. Sie hat mir beigebracht, andere zu verarzten: Nähen, betäuben, Schmerzmittel, Fieber senken. Ich glaube nicht, dass ich es tun kann. Kannst du? Na klar. Tut mir leid. Kein Problem, Ruby. Geh kurz raus.
Alles in Ordnung? Ja. Gib mir nur einen Moment. Kommt schon. Lasst uns das Propangas finden, damit wir hier verschwinden können. Hallo, wir wollen Stacheldraht. Wir suchen immer noch Stacheldraht. So, okay, gut. Da hinten hat Walter White seine Formel reingeschrieben. Findebombenkomponenten. Na gut. Oh, eine Venusfliegenfalle. Die nehmen wir mit. Ja, wir können die wirklich mit. Ja, das ist ja cool. Schön. Einfach so, das ist so top hinten in die Tasche gepackt. Schön. Oh, Anzünder. Sehr schön. Mitch, ist das nützlich? Genial. Ich hatte gehofft, hier sowas zu finden. Super cool. Das ist ein Anzünder. Damit können wir Funken erzeugen. Stacheldraht im Schrank? Echt? Jetzt brauchen wir nur noch Propangas. Dann können wir diese Arschlöcher hochjagen. Na, guck mal an. Wahrscheinlich war ich von dem Alert so abgelenkt. So, was haben wir hier? Messbecher. Was ist da drin? Hast du was gefunden? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe was zum Trinken gefunden. Komm her, Mitch. Koste mal. Anschluss kannst du ein paar Pilze essen. So, was haben wir da? Auch irgendwas drinne? Oh. Ja, man soll auch nie mit der Nase über sowas drüber gehen. Immer so zufächern. Zufächern. So, rede mal kurz mit Mitch. Du scheinst dich mit Bomben auszukennen. Meine erste habe ich mit 8 gebastelt. Wirklich? Ich habe die Garage gesprengt. Das war geil. Dad fand es allerdings weniger geil. Ja, habe einen Chemiekasten von Dad bekommen, damit ich nicht mit den Nachbarn raufe. Warum solltest du mit den Nachbarn raufen? Ich hatte sehr viel Energie, die ich rauslassen musste. Und sie mochten mich nicht. Ja, na super, Alter. Das ist der kleine Bengel von dem anderen Bombenbastler, Alter. Da hast du auch 100 Punkte, ey. So, oh, hier haben wir die Propangasflasche. Hm, hoffentlich ist da Gas drin. Ja, perfekt. Hier. Ja, natürlich brauchen wir Mitch dafür. Cool. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Okay. Wir sollten zurück und allen davon erzählen. Gut. Zuerst müssen wir Miss Martin begraben. Begraben? Sie ist doch schon begraben. Sie ist ein Beißer. Hilf mir, sie rauszuziehen und zu verbrennen. Nein. Nur wegen Miss Martin leben wir alle noch. Sie verdient ein echtes Begräbnis. Hier. Neben ihrem geliebten Gewächshaus. Ja, komm, lass uns jetzt schnell machen. Sie ist seit Jahren tot. Das hat keinen Zweck. Ich helfe dir, sie zu begraben. Das ist das einzig Richtige für jemanden, der dir nahe stand. Vielen Dank, Clem. Ruby Hammer. Das ist keine Person, nur ein Beißer. Mitch, es ist doch gar kein Problem jetzt, Alter. Aber ich werde mich nicht mit diesem Ding abrackern. Als wendet jetzt so es kann ihm doch scheißegal sein. Es kann ihm doch egal sein. Mann. Mitch ist ganz schön zickig. Siehst du, ist doch schon halt vorbei. Ich platziere einen Stein auf dem Friedhof. Gedauert. Bei der Schule. Aber Miss Martin mochte diesen Ort. Sie wird glücklich sein. Wenn wir sie begraben haben, werde ich allen sagen, dass du mir geholfen hast. Dass du ein gutes Herz hast. Unter der fiesen Schale. Hey! So, einer von uns! Einer von uns! Vor der Boss-Move. Glaubst du, das reicht? Hoffentlich. Dann kann Lily mit ihren Leuten auch nicht über die Mauern klettern. Sie müssen durch die Tore kommen. Das können wir einplanen. Und dann laufen sie direkt in den Flammentod. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Ich weiß nicht, ob ich das so sehen will. Obwohl, doch, bei denen will ich das sehen. Die haben es verdient. Na, AGVC, kleiner Mann. Tut's noch weh? Schon mal pusten. Also, wir haben wieder ein Gewächshaus. Und Bomben. Mitchs Idee. Dachte ich mir. Guck mal, die sprechen eine Ecke. Violet sagt, wir fangen morgen an, alles vorzubereiten. Gut. Die anderen haben nichts dagegen, dass ihr bleibt. Sind wir schizophren geworden? Reden wir jetzt mit uns selbst? Vorerst, jedenfalls. Louis existiert ja nicht, merkt ihr das? Während wir uns zum Kampf rüsten. Das reicht nicht. Oh, nämlich, seid ihr alle aufgestellt. Ja, ich bin froh. Ich wollte nur, dass sie uns vergeben. Ich hab gesagt, sie haben nichts dagegen, dass ihr bleibt, bis die Plünderer weg sind. Das heißt nicht, dass sie euch alle wieder mögen. Die anderen finden's okay, wenn wir bleiben. Was ist mit dir? Ist okay, solange er sich erholt. Und danach? Ich weiß es nicht, Clementine. Clem? Hey, Kleiner. Mit wem redest du da?
Besser. Tut noch weh. Ich weiß. Hi, Luis. Hey, kleiner Mann. Hab dich vermisst. Sind wir wieder Freunde? Er kann tote Menschen sehen. Schlaf einfach. Diese Lampe. Okay. Luis, die Lampe. Luis? Oh, ich hab dich echt vermisst. Was? Ich kann dir nicht vergeben. Tut mir leid, dass wir... Es tut mir leid, dass du wegen uns leidest. Du warst es nicht allein. Marlon, er... Vergiss es. Ich sollte gehen. Ah, guck mal. Tatsächlich freut mich da schon auf die Postproduktion. Da habe ich schon eine richtig coole Idee jetzt gerade bekommen. Er hat geholfen, mich zu tragen. Und er war in meinem Bett, als Ruby mir Zeug gegeben hat. Medizin. AJ, ich war nie wütend auf ihn. Ich verstehe, warum er es gemacht hat. Warum er uns weghaben wollte. Ich nicht. Ich hatte recht. Ich weiß, Kleiner. Menschen sind kompliziert. Sehen wir uns mal die Hemden an, die Luis gebracht hat. Tatsächlich sind die Dialoge hier immer sehr kompliziert. War ein langer Tag. Ja. Oh, ein Hemd für AJ. Wie schön. James war nett. Aber ich schlaf nicht gern auf dem Boden. Ich auch nicht. So, lass uns doch erstmal ein schönes Plätzchen für unsere Venusfliegenfalle überlegen. So, was haben wir denn da? Betrachte die hinten. Wir gucken mal. Was haben wir denn da schönes? Das Ericsson Sporttrikot. Disco Brokkoli Shirt. Ja, schön. Science Dog Shirt. Also, ich sage mal so, um ein bisschen mehr Gruppengefühl zu schaffen, wäre natürlich das Ericsson Sporttrikot mega cool. Aber wir reden hier von Disco-Brokkoli. Disco-Brokkoli! Disco-Brokkoli! Hey, Disco-Brokkoli und sein Freund. Disco-Brokkoli. Schade, dass du den Cartoon nicht gesehen hast. Ja, schade. War legendär. So, wir können ihn jetzt natürlich nochmal kommen. Ach, was soll das hier? Disco-Brokkoli. Du kannst es anziehen, wenn du dich besser fühlst, okay? Ja. Ja. Zeit zum Schlafen. Ich kann bei dem Licht nicht schlafen. Ich puste es gleich aus. Die Musik ist schön. Oh, platziere die Fliegenfalle. Ja, das ist ein guter Platz hier irgendwie. Bisschen am Fenster. Bisschen Licht kommt ran. Ein paar Fliegen kommen rein. Schön. So, haben wir noch was? Ja, wir haben noch so einen schönen... Wir haben noch so einen Schweineschädel gefunden. So überhaupt kein bisschen beängstigenden Schweineschädel. So, wo hängen wir den hin? Ja, hier, schönes Regal. Platziere den Wildschweinschädel. Die Pilze. Guck mal, wir können auch hier die Pilze hinstellen. Schön. Hin so ein Pilz. Wie lange der wohl hält? Ich wollte gerade exakt die gleiche Frage fragen. So. So, die Obelix-Nummer kommt hier hin. Cool. Schön. So, mehr haben wir leider nicht gefunden, ne? Nee, mehr haben wir nicht gefunden. So, Mausefuß, dann mach ich jetzt hier mal die Kerze aus. Nachti. Schlaf schön. Gute Nacht. Träum schön. Hoffentlich nicht von Beißern. Nein. Und was, wenn doch? Peng. Träum von Disco-Brokkoli.